Max, dass du heute uns ein paar Fragen beantwortest. Erstmal herzlich willkommen zurück in Bad Nauheim. Wie geht es dir? Ja, mir geht es eigentlich ganz gut. Ist schön, wieder da zu sein und freue mich jetzt, das Spielchen anzuschauen. Leider kannst du heute nur neben dem Eis das Spiel schauen, du bist verletzt. Wie ist es trotzdem in Landshut, mal abgesehen von der Verletzung? Ja gut, Verletzung ist natürlich blöd jetzt in der Vorbereitung, aber gut, ist nicht so schlimm. Und sonst, meine Güte, ist meine Heimat. Ich kenne eigentlich alles, von dem her passt es schon. Ihr seid der Aufsteiger. Was sagst du zu eurem Team? Ja, ich glaube, am Anfang habe ich mir gedacht, okay, nicht so toll, aber jetzt ist es immer besser geworden. Und jetzt bin ich gespannt, wie heute der Vergleich ist gegen Liga-Konkurrenten, aber ich bin optimistisch. Wie ist da deine Einschätzung für heute? Ja, kann ich schwer sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin gespannt. Alles klar, vielen Dank und alles Gute. Dankeschön. Ja, Huber, das erste Drittel ist gespielt, ihr liegt 2-0 hinten. Wie ist dein Fazit vom ersten Drittel? Also das war gar nichts. Wir müssen in die Kabine gehen und das abhaken und jetzt wieder neu anfangen, weil wenn wir so weiterspielen, dann ist es eine Blamage. Hast du eine Ahnung, woran es liegt? Habt ihr den Aufsteiger unterschätzt? Also ich hoffe, wir haben ihn nicht unterschätzt, weil in der Liga, die schon länger hier gespielt haben, wissen, jeder kann jeden schlagen. Also hoffe ich, dass wir jetzt regroupen und Vollgas rauskommen. Dann hoffen wir mit euch und drücken euch die Daumen. Danke und eine gute Pause. Vielen Dank. Ja, bei mir auf dem Eis jetzt Manuel Neumann vom EV Landshut. Danke, dass du dir kurz Zeit nimmst. Man hört immer wieder, ihr seid nicht der klassische Aufsteiger. Was sagst du dazu? Ja, schwierig für mich, aber ich denke, die Euphorie ist groß in Landshut. In Landshut ist unfassbar viel Tradition und wir haben hart gearbeitet in der Vorbereitung und alles andere zeigt sich während der Saison. Ihr führt aktuell relativ deutlich. Was sagst du zum bisherigen Spielverlauf? Ja, unser Spielplan geht auf. Wir arbeiten auch heute wieder hart. Wir bringen viele Scheiben in die gegnerische Zone und lassen die Verteidiger arbeiten. Wenn wir so 20 Minuten durchspielen, sieht es ganz gut aus. Zwei von den vier Toren sind Powerplay-Treffer. Ist das eure Spezialität? Oh. Wenn es läuft, ist gut und ich hoffe, es geht so weiter. Alles klar, danke. Eine gute Pause. Danke.